Chronische Schmerzen können die Lebensqualität eines Menschen erheblich beeinträchtigen. Ständige Beschwerden können zur Höllenqual für Körper und Geist werden. Das Zunehmen der chronischen Beschwerden in der heutigen Zeit zeigt den schlechten Lebensstil vieler Menschen. Dazu gehören chronische Übersäuerung, falsche Ernährung, zu wenig Bewegung. Und man darf nicht vergessen, Medikamente unterdrücken nur die Symptome, aber sie beheben nicht die Ursachen. Daher wäre es sinnvoll, Schmerzen sanft zu bekämpfen, ohne Nebenwirkungen. Und eine Methode, die sich ideal dafür eignet, ist die Magnetfeldtherapie. Ja, und ich habe jetzt zu diesem Thema einen langjährigen Experten zu mir gebeten. Es ist Herr Dr. Stefan Hammer. Er ist Arzt für Allgemeinmedizin, Manualmedizin, Kurmedizin, Notfallmedizin, Anti-Aging, für Arbeitsmedizin und für Ernährungsberatung und kommt aus Heidenreichstein. Lieber Herr Doktor, die wichtigste Grundsatzfrage: Was ist denn überhaupt ein Magnetfeld? Ja, man kann sich das leicht vorstellen. Die Magnetfeldenergie ist die Kraft der Erde, die Urkraft der Schöpfung, wenn man es auch so umsetzt. Und es ist eine heilende Wirkung auf alles Leben. Ohne Magnetfeld würde es kein Leben geben auf dem Planeten. Und früher haben sie einfach die Wirkungen gespürt. Sie haben gemerkt bei Gicht oder bei Rheumaerkrankungen, dass es zu deutlichen Verbesserung der Schmerzsymptome kommt, ja sogar zur Ausheilung dieser Erkrankungen, im Verbund natürlich mit der damalig zum Teil schlechten Ernährung. Und da hat man gemerkt, dass es eine enorme Energie, eine Kraft dahinter steckt, die Heilung bringt. Und das ist heute wissenschaftlich mit tausenden Studien schön belegt, dass es tatsächlich so ist. Was kann man denn eigentlich aus der Sicht des Arztes mit einem Magnetfeld erfolgreich behandeln? Also bei welchen Beschwerden und Erkrankungen macht es besonders Sinn, eine Magnetfeldtherapie durchzuführen? Also ich setze sie vermehrt ein bei chronischen Schmerzpatienten. Alles, was chronifiziert ist, was länger bestehend Krankheit ist mit Schmerzen verbunden. Tabletten wirken nur symptomatisch, das heißt, wir haben nur Entzündungsreduktion, Schmerzreduktion, aber die Heilung, eine definitive, gibt es nicht. Und die Magnetfeldtherapie setzt dort an, wo Ursache ist. Die setzt sozusagen die Selbstheilungsprozesse in den Zellen wieder in den Gang. Und da ist die Domäne einfach, Magnetfeldtherapie permanent zu betreiben, das ganze Jahr hindurch. Es hat keinen Sinn, das nur ein paar Tage zu machen. Also ständig nützen. Macht es auch Sinn, vorbeugend die Magnetfeldtherapie zu nutzen, also für mehr geistige und körperliche Energie, fürs Wohlfühlen, für mehr Leistungskraft, beim Sport zum Beispiel, trifft auch die jüngeren Leute, oder zur Stärkung von Muskeln und Nerven? Es ist in beiden Fällen diese ordnende Struktur hier vorhanden, wo man weiß, die Erde schwingt mit 8 Hertz und diese Frequenz ist eine Heilerfrequenz. Das ist wissenschaftlich wunderschön belegt heute. Jetzt hat sich in der Magnetfeldtherapie sehr viel verändert. Ja? Heute sehen zum Beispiel die Geräte so ganz anders aus, als sie früher ausgeschaut haben. Ja. Wie wird so ein Gerät, wie wird so ein Magnetfeldsystem praktisch genutzt? Ja, die praktische Anwendung ist heute sehr einfach, dank der Forschung und dank der Entwicklungsjahre. Hier geht es wirklich darum, Hilfe zu stellen ohne Nebenwirkungen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Magnetfeldtherapie ist absolut nebenwirkungsfrei. Und sie ist medizinisch vollkommen anerkannt und akzeptiert und hat mit tausenden Studien ihre Belegheit gefunden. Lieber Dr. Hammer, wo kann ich denn jetzt ein Magnetfeldsystem nutzen, wenn ich Schmerzen bekämpfen will, wenn ich einfach fit bleiben will? Wohin wende ich mich da? Also primär natürlich an Ärzte, die in der Ordination ein Magnetfeld installiert haben. Es gibt viele Therapiezentren, die Magnetfelder haben. Bei mir ist es halt so, bei chronischen Patienten, ich gebe die Empfehlung dringend ab, sich so ein Gerät für zu Hause als Heimtherapie zuzulegen. Das ist meine persönliche Empfehlung, weil ich aus vielen Jahren die Erfahrung gesammelt habe, drastischer Rückgang von Medikamenten, die Schmerztabletteneinnahme geht enorm zurück dabei. Und das Wichtige ist mir eigentlich, dass das Hauptanliegen keine Nebenwirkungen. Ich habe damit nur positive Effekte, Wohlbefinden, muskuläre Entspannungen, Blutdruck, alles das reguliert sich. Und das ist einfach genial. Herzlichen Dank, Dr. Stefan Hammer. Ich danke auch. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben es in dem Gespräch eigentlich schon durchblicken lassen. Die Magnetfeldtherapie entwickelt sich rasant, speziell was die Geräte betrifft. Neuerdings gibt es ein mobiles Einsatzgerät fürs Büro, fürs Auto, für Menschen, die viel unterwegs sind. Ich glaube, das war ein interessanter Einblick in die Magnetfeldtherapie.